Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Plays wieder Moritz. Yay! Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung mehr. Verabschiede dich vor der Haustür. Ach ja. Die Musik ist wieder so geil. Naja. Dann sehen wir uns morgen. Nein, nicht alle. Wir werden keine Gruppen bilden. Oh, okay. Oh, finde ich logisch. Ich meine, wir fallen alle zusammen ja ein bisschen auf, wenn der läuft der mal durch die Stadt und sieht uns. Und dann könnte sie ja etwas vermuten, ne? Gruppen? Warum? Weil es dann einfach schneller geht. Eine Gruppe muss die Klamotten für Lee holen gehen. Die andere muss versuchen, in der Schule Infos über die Managers zu beschaffen. Okay, das könnte natürlich auch ein Grund sein. Tja. Habt ihr nicht gesagt, dass Lisannas Bruder einen Klamottenladen hat? Warum beschafft er sich das Outfit dann nicht selbst? Rosalia? Er muss ab heute Abend für seine Rolle als Manager üben. Da hat er keine Zeit, sich auch noch um die Klamotten zu kümmern. Wo sie recht hat, hat sie recht. Stimmt allerdings wirklich. Ich meine, er hat genug anderes zu tun, als sich jetzt um blöde Klamotten zu kümmern. Also, pff. Lass ihn, Armin! Dü-dü-dü. Das wird bestimmt eine lange Nacht für den Armen. Stimmt auch wieder. Und was möchtest du dich, um was möchtest du dich morgen lieber kümmern, Melanie? Ich möchte mich lieber um das Outfit für Lee kümmern. Ja, man muss das nehmen, weil dann bekommt man ein ganz besonderes Episodenbild. Beziehungsweise dann bekommt man das Episodenbild. Nicht ganz besonders, aber dann bekommt man das Episodenbild. Hier steht es auch nochmal. Der richtige Weg zum Episodenbild. Man kann nämlich, glaube ich, sogar alle Episodenbilder in dieser Episode bekommen, solange man hohe Laufometer hat und die richtigen Antwortmöglichkeiten kriegt. Also ich glaube, nur die mit Cassie, die kann man nicht unbedingt kriegen, wenn man das Laufometer nicht hoch genug hat. Ich bin mir da nicht sicher. Naja, ich möchte mich um das Outfit von für Lee kümmern. Okay, wer von euch anderen möchte morgen einkaufen gehen? Wie wär's mit gar keinem? Wäre Alexi nicht sauer auf mich, hätte er sich bestimmt gleich gemeldet. Ja, bestimmt. Übrigens, insgesamt nach der Episode gibt es ein kleines Umstyling für die meisten. Naja, wobei. Ja, doch, oder? Ja, oder? Ich muss gerade überlegen, ob es die nächste Episode war oder ob da was dazwischen kam, dass erstmal wir uns etwas Neues geholt haben. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich komme irgendwann auch durcheinander mit den ganzen Episoden. Ich guck mal nach. Wie heißt denn die nächste Episode? Weil Episode 21 ist auf jeden Fall hier, das andere da. Also ich meine, da hätten die aber schon die anderen Klamotten, oder? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich bin verwirrt. Irgendwann gehen wir auf jeden Fall shoppen. Ich glaube, die anderen gehen vorher shoppen. Ja, die sehen sich vorher, glaube ich, neue Sachen an. Ich habe keine Ahnung mehr. Meine schon. Ich bin verunsichert. Ich bin verunsichert. Ist ja auch egal. Ich kann gerne dorthin mitgehen. Das bedeutet einen Tag weniger in der Schule. Dum, dum, dum. Moment. Moment. Lass mich das zusammenfassen. Nathaniel? Unser Nathaniel? Streber bis zum geht nicht mehr. Will einen Tag weniger in der Schule verbringen? Unser Nathaniel? Geht nicht gerne in die Schule?
Wir reden von demselben Nathaniel hier, oder? Ich glaube, ich bin in einem Paralleluniversum gelandet. Nathaniel? Hast du Fieber? Geht es dir gut? Soll ich einen Arzt rufen? Oder die Männer in Weiß, wenn es dich nicht stört? Ich komme morgen auch gerne mit. Dann sind wir also zu dritt. Ich freue mich schon, das wird bestimmt super. Und was machst du, Rosalia? Ich werde heute Abend noch zu Lee gehen und ihm sagen, was zu tun ist. Und dann werde ich mit ihm üben und aus ihm einen perfekten Manager machen. Arrogant und oberflächlich, genau wie Debra es mag. Du hast ihm noch gar nichts von dem Plan erzählt? Woher wissen wir dann, dass er überhaupt mitmachen wird? Ich meine, er ist wirklich ziemlich schüchtern, wie Lysander schon gesagt hat. Er ist ziemlich schüchtern. Okay. Bis morgen und euch allen viel Erfolg. Ach, und noch was. Verhaltet euch in den nächsten Tagen unauffällig. Alle sind nach Hause gegangen. Sie machen mir überhaupt keine Angst, wenn sie ernst ist und wütend. Nein. Am nächsten Tag habe ich nach dem Unterricht vor dem Tor auf die Jungs gewartet. Mach einen Spaziergang! Mann, hat heute kaum etwas von dir gemerkt. Hi Iris, ich bin auch sehr froh, dich zu sehen. Nicht, geh doch woanders hin, bitte. Danke. Okay? Ich konnte es kaum erwarten, dass der Unterricht zu Ende ist. Und abgesehen davon hasst mich die halbe Klasse. Du, was machst du denn hier in der Stadt? Ich treffe mich mit jemandem vor der Schule. Aber wir sind hier nicht vor der Schule. Stimmt. Ich sollte vielleicht wieder dorthin gehen. Das war so unnötig, unnötig, ja, ging es gar nicht mehr. Was sollte der Scheiß denn? Hallo? Unnötigkeit 1000! Alter! Da sind sie! Yay! Unnötig! Hast du dich unterwegs verlaufen? Nein, ich habe nur eine kleine Runde gedreht, während ich auf euch gewartet habe. Normalerweise bleibt man an einem Ort, wenn man auf jemanden wartet. Lysanne hat gestern dasselbe gesagt. Und trotzdem halte ich mich nicht dran, weil es total unnötig war, aber scheiß drauf. Ganz ehrlich, unnötigstes Hin und Her ist, glaube ich, in Episode 22 oder so gewesen. Das war so unnötiges Hin und Her. Ich meine, die Episode an sich war sehr wichtig eigentlich. Oder war es 23? Weil sie auf ein bestimmtes Thema eingegangen ist, das wirklich mal behandelt werden sollte. Aber das Hin und Her gelaufen war so unnötig und schlimm und nervig und... Oh! Es ist die meistgehasste Episode von allen. Wirklich. Lass uns gehen. Ja! Auf so eine Modegeschäften! Wir gehen schwankend hintereinander her. Suppi, Partystimmung. Ha. Ha. Nathaniel? Kentin hat noch ein bisschen weniger. Versuchen wir uns mal ein bisschen Kentin zu nähern. Ups. Sich Kentin nähern. Hi, Kenny. Hi, Kentin. Stimmt was nicht? Nein, alles in Ordnung. Ich wollte einfach nur ein bisschen Zeit mit dir verbringen. Es ist schließlich schade, wenn wir schweigend hintereinander herlaufen. Ja, manchmal tut auch ein bisschen Ruhe ganz gut. Du bist echt ein Langweiler geworden, oder? Ganz ehrlich, wieso gibt das Pluspunkte? Ich würde denken, das gibt Minuspunkte, weil... Du bist zu neugierig. Ich bin nicht neugierig. Ich wollte einfach ein bisschen Zeit mit dir verbringen. Wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Dann ignorierst du mich. Dann bist du sauer auf mich. Hallo? Ich versuche mich auch nur mit dir zu verstehen, Junge. Ich weiß, aber wenn ich über deine schlechten Eigenschaften nachdenke, fällt mir eben die als erstes ein. Meine schlechten Eigenschaften? Habe ich denn mehrere? Soll ich dir eine Liste machen?
Nein, schon gut. Wo wir schon einmal da sind. Ich wollte dich etwas fragen. Mich? Etwas fragen? Was denn bitte? Ja? Was denn? Habe ich dir gefehlt, als ich auf der Militärschule war? Und hier kommt nämlich der Clou. Es ist nicht das Offensichtliche. Ja, natürlich ist es nämlich nicht. Es ist nein, nicht wirklich. Ihr werdet auch sehen, warum. Nein, nicht wirklich. Ah. Ich hatte dein Stofftier und immer, wenn ich an dich gedacht habe, habe ich es angesehen und es ging mir gleich besser. Oh, wenn ich das gewusst hätte. Ich glaube, meine Antwort hat ihn gefreut. Ah, oh, Kenny Mäusi. Ist er nicht süß? Wieso gehe ich eigentlich hier lang, wenn die Geschäfte da waren? Nein! Verdammt! Aua. Ich verlaufe mich die ganze Zeit. Da wären wir! Wir haben das Modegeschäft betreten. Wir brauchen einen dreiteiligen Anzug, irgendetwas Elegantes und eine Sonnenbrille für den coolen Touch. Wäre das nicht ein bisschen zu viel? Zu viel ist immer gut! Yeah! Motivation pur! Puh! Der schwarze Anzug sieht nicht schlecht aus. Vielleicht. Der graue wäre aber auch cool. Ich weiß nicht, man müsste sie anprobieren. Sie anprobieren? Guckt mich nicht so an, Jungs! Meine Güte! Habt ihr ja noch nie so Klamotten anprobiert? Hallo? So kann ich das natürlich besser beurteilen. Meine Fresse, ey. Ja, wollt ihr sie nicht mal anziehen, damit wir sehen, wie sie aussehen? Wenn du willst. Dann probiere ich den grauen an. Und ich den schwarzen. Ich habe das auch einfach nur so dahingesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das wirklich tun würden. Warum sind die überhaupt so rot? Und Kenny guckt so traurig. Warum guckt er so traurig? Leute! Es ist nur einmal anprobieren. Was ist so schlimm daran? Alter! Ich muss die Jungs nicht verstehen, oder? Ich habe einen Moment vor den Umkleiden gewartet, dann sind die beiden wieder herausgekommen. Du machst dich aber nicht lustig, okay? Nein, versprochen. 3, 2, 1. Oh, hallo. Nee, lustig machen würde ich mich nicht. Es sieht verdammt scharf aus. Okay, es steht fest. Männer in Anzügen sind sexy. Außer bestimmte Männer. Wow, das sieht ja toll aus. Wir haben nur einen Moment darüber diskutiert, welchen Anzug wir nehmen sollten. Die Jungs waren ziemlich verlegen und haben sich schnell wieder umgezogen. Wusstest du uns nicht alles bringst? Oh, tut mir leid, aber ihr seht in den Anzügen wirklich gut aus. Danke, ich dachte, ich wurde nur bei unserer Hochzeit soll was anziehen. Warte, was? Unsere Hochzeit? Kettin, wie weit hattest du unsere Beziehung schon geplant, bevor du so seltsam wurdest? Ich meinte meine Hochzeit. Meine, deine, vielleicht auch bei deiner, wenn du mich einlädst. Ich gebe mich. Begraben! Eben kurz! Ich gehe mich da mal wieder. Ich gehe da mal wieder zur Militärschule und mich erschießen. Tschüss! Nein, ist ja süß! Das ist so niedlich! Moment, Kentin, wovon träumst du nachts? Was zum Geier ist los mit dir? Das ist ja süß! Irgendwie ist das niedlich. Er ist noch roter geworden als vorher, als er den Anzug angezogen hat. Ich wüsste nicht, warum sie dich dazu einladen sollte. Weil er ein Freund ist. Na und? Normalerweise lädt man seine Freunde zu seiner Hochzeit ein. Nathaniel ist eifersüchtig. Nee. Oh mein Gott, ich habe wieder das Problem, dass ich alle Jungs in mich verknallt habe. Yes.
Ich hab's im LP geschafft, dass alle Jungs mich lieben. Woohoo! Außer für ich Armin. Aber den krieg ich auch noch. Oh, das hat ihn ziemlich wütend gemacht. Nehmen wir dann also den Schwarzen mit einem weißen Hemd. Nathaniel hat recht, das ist klassischer. Okay. Wir haben den Laden wieder verlassen. Yay! Und damit können wir auch sofort den Part beenden, finde ich. Ja. Ja, das finde ich gut. Damit können wir den Part beenden. Alter, ey. Ich muss mal kurz gucken. Ist das jetzt bei Nathaniel runtergegangen? Nein. Gut, Candyn ist bei 56. Also ich glaube, sobald man über 50 ist, stehen die Jungs auf einen. Also im Plus über 50, nicht über 50 im Negativen. Dann habt ihr leider irgendwie Pech gehabt. Aber nein, ja. Gut, also, Windows, du kannst mich mal am Arsch lecken. Ich mach das schon noch. Ich muss nur noch meine Sachen wiederfinden. Ja, wenn euch dieser Part gefallen hat, abonniert doch unseren Kanal. Drückt auf Gefällt mir, kommentiert und schaltet dann das nächste Mal wieder rein, wenn es wieder heißt Let's Play Sweet Amores. Bis dann, bye bye.